Tut lecker. Ja, genau, gell? Wurscht. Außer Fleisch. Mir wurscht. Ja. Alles wurscht? Was ist denn eine Demo mit lauter Veganer? Mir doch wurscht. Gemüseauflauf. Ah, nicht schlecht. Das habe ich schon mal gelesen. Ah, hier ist der ganze Salat mit Steak und so Zeug. Also Veganer, ja. Einer, der da oben rumsteht, könnte sich ja mal in den Trecker mit dem Anhänger reinsetzen. Mit welchem Anhänger? Ach, der hier mitten auf dem Feld steht. Ja. Ja. Oh, der ist eh schon fast voll. Mhm. Wie voll bist du, Kande? Ja, heute ist die Milch. 22%, 1000 habe ich jetzt wieder. Nee, das reicht noch nicht. Aber ich verkaufe das Zeug schon mal, weil der stellt sich jetzt schon an, da hochzukommen. Mit knapp 90%. Ich würde vielleicht auch noch sagen, dass wir zwei Mods reinmachen, Nico. Inspektor. Damit man einfach den Füllstand Hänger und so weiter sieht. Und dann den Mietmod. Die zwei machen wir rein. Gut, werden wir dann im Laufe der nächsten Woche alles. Ja, genau. Wenn wir auch richtig Werbung gemacht haben, das muss auf jeden Fall jetzt kommen. Das haben wir nämlich. Die lassen wir da auch videotechnisch was einfallen. Mhm. Ich mir auch noch. Ich bräuchte nur die passenden Termine nochmal. Also mein Schatz schreibt gerade, sieht schon cool aus, wie ihr da alle so rumwuselt. Hallo? Basti, servus. Ja, wusel. Das ist eine ausgedachte Choreografie. Ja, genau, das ist eine, genau, das ist alles geplant. Nix ein Zufall überlassen. Haben wir stundenlang eingearbeitet. Ja. Ja. Wir haben gestern Abend die ganze Zeit bei ATS geprobt und jetzt... Genau, man muss bloß ab und zu beim Ankanten aufpassen. Und schon wieder Kante drin. Ah, ich liebe diesen Namen, der ist so geil. Kann man so viel damit machen. Kamperdin, schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei uns im Stream. Ja, ich wollte auch gerade sagen, der Inspektor-Mod ist schon sinnig. Ja, auf jeden Fall. So, ich muss abladen. Was musst du? Muss abladen. Ja, dann. Du weißt ja, wo man es verkauft, oder? Ja. Gut. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dauert wegen Show her. Naja. Bin das ja schon gewohnt. Ah, 152.000 haben wir jetzt. Also, man glaubt's nicht, der Stroh bringt schon was. Aber ich glaube, der Strohkraftwerk bringt ein bisschen mehr. Strohkraftwerk oder Stromkraftwerk? Da! Das Strohkraftwerk, wo du Stroh reinschütten kannst. Achso. Ist auch wieder so eine Mod. Ja, aber die ist kostenlos bei Mod Hub. Genau. Ich glaube, wo ich das Spiel hier intensiv gespielt habe, habe ich glaube ich irgendwas mit fast 40 Mods gehabt. Also ich weiß nicht, wie viele Mods ich habe. Ich weiß, ich habe zwei Ordner. Der größte hat glaube ich 14 GB an Mods drin. Allein mein Spielordner, den ich aktuell aktiviert habe, hat 20. Arbeit. Okay. Wir haben hier 10 auf dem Server. Das heißt, wir könnten eine ganze Menge raufhauen. Und die ganze Menge kann auch über diesen Server gedownloadet werden. Das heißt, wir müssen nicht extra die ganzen Links euch geben, sondern ihr könnt dann halt über eine IP, also über die. Ja, ja, das ist gerade das Webinterface. Geht das, ja. Ja. Das ist gut. Das finde ich so eine gute Lösung. Nur, das ist halt so ein Knackpunkt, weil. Die Modder halt immer sagen, darf nicht woanders zum Download zur Verfügung gestellt werden. Bewegt man sich da natürlich den Modder gegenüber auf dem dünnen Eis. Aber ich glaube, die verstehen das ja, wenn es um sowas geht. Ja, letzte Woche habe ich wieder Mod vorgestellt. Letzte Woche habe ich wieder Mod vorgestellt. Der LS Martin auch. Also Martin aus Österreich, ich weiß nicht, wer den von euch kennt. Und noch jemand. Und dann hat sie herausgestellt, dass der geklaut war. Haben wir die Videos wieder gelöscht. Ärgerlich. Ja, ich. Mod Glau ist gleiche, wie wenn ich jetzt in den Laden gehe und Glau. Also, das ist einfach. Ja, das sehe ich auch hundertprozentig. Das ist natürlich ärgerlich jetzt, weil die Arbeit und sowas nachher drin steckt, ne?
Ja, gut, so Mod-Vorstellung dauert das nicht lang. Also das ist jetzt wirklich nicht die Welt, aber es ist halt doof für einen Modder an sich, wenn da irgendjemand bei ihm auf dem TS war und dann aus einer Datei das klaut hat, weil er sich irgendwie unerlaubt Zugriff schlichen hat. Naja, wie voll? 86%. Du fährst ja so um die 9 km/h, gell? Du kommst besser hin, John. Ja, warte mal, ich wäre jetzt nebenher gefahren. Ach, du stehst so gut. Okay. So. Also ich finde halt, dass die Monte den Respekt verdient haben, weil ich habe es selber schon probiert. Dankeschön. Und ich krieg's nicht hin. Ich krieg kein Mod hin. Ich krieg nicht einmal eine Map hin. Es ist so kompliziert und... Also mal Sachen ändern oder so, das ist kein Problem. Auch nicht einmal das kann ich. Meine Frau fuckt sich jetzt gerade rein, weil ich brauche einen neuen Skinner für meine LKWs, für ITS, ATS. Da fuckt sie sich jetzt gerade rein, weil ich einfach keine Geduld dafür habe. Die tut zwar jetzt auch schon ewig rum, langsam aber sicher wird's, aber mir dauert es immer zu lang, das ist nämlich das Problem. Mhm. Wenn ich so viele Ideen, was ich umsetzen muss oder will. Welcher Marke mein Roller kommt, keine Ahnung, Mann, der steht draußen. Irgend so ein Knallpeng aus Japan oder sowas. Knallpeng aus Japan, das ist cool. Also eine Honda. Es gibt Reifen, mein Vater war im Reifenhandel, im Fiat leider, ne? Ja. Und der hat gesagt, den billigsten Reifen, die er verkauft hat, um jetzt einfach mal Werbung zu machen, gibt es von Nankang. Aber Nankang klingt genau wie Knallpeng. Ja, ja, genau. Ja, würde ich nie kaufen, aber für ein Auto oder was. Da musste ich sehr lachen, wo er das gesagt hat mit Knallpeng. Also. Ja, Schatzi, weil du das. Warum sage ich dir die Idee noch nicht? Weil ich erstmal will, dass du das erstmal kannst. Weil wenn ich dir jetzt meine Ideen sage, setzt du dich ja voll unter Druck und ist dann auch wieder doof. Beim Skinnen. Ja. Würde ich auch gerne nochmal machen. So. Weil mit Multiplayer kannst du manche Mods ja sogar nur halt für dich nur machen, glaube ich. Müsste ja eigentlich spielen. Ja, die kannst du eigentlich gar nichts nutzen im Multiplayer. Echt nicht? Ja. Aber da wollten sie irgendwie beigehen, glaube ich. Dass irgendwann mal funktionieren sollte. Irgendwann leckt gerade. Anton, servus! Oh, der Anton. Du fährst voll kreuz und quer da durch. Ich mach. Schatzi, ich weiß, du brauchst den Dialog da jetzt nicht schreiben, ich weiß es. Aber du musst es ja erstmal lernen, deswegen sage ich dir die Idee noch nicht, weil die voll schwierig werden. Ja, normal ist ja auch langweilig. Ja. Und man muss es erstmal lernen. Und dann, wenn man es kann, dann kann man über die Ideen sprechen. Ja. Habe fertig. Ja, dann verkaufen wir das jetzt noch und dann. Mhm. Fehlt trotzdem nur jede Menge Kohle für einen größeren Drescher. Ja. Da ist ein Hotel. Kann schon mal anfangen, die Zeit hochzudrehen. Wir sind ja zwar noch am Sehen, aber die anderen Felder werden eh als erstes fertig. Ja, okay. Ich bin gerade. Ich hätte fast einen Fehler gemacht. Ja, wobei ich jetzt dann sagen würde, machen wir dann einen Cut. Ja. Boah, können wir machen. Ja, Also lohnt sich jetzt nicht mehr, dass ich wieder drauf joine? Nö. Machen wir einen Cut hier. Würde ich sagen, fahren wir die Fahrzeuge zum Hof runter und machen dann, ja, wer Bock hat, wie gesagt, Zugang ist da, den habt ihr ja alle, der bleibt ja bestehend, der Surfer, der bleibt auch on. Also wer jetzt Bock und Zeit hat, kann einfach drauf und was machen. Mhm. Und dann kriegen wir vielleicht bis Ende nächster Woche ein bisschen was zusammen. Leon macht bestimmt. Und morgen ist ja um 14 Uhr ETS. Genau. Ja, ETS natürlich auch morgen wieder zu eingeladen. Ja. Mitzufahren ab. Am besten bekommen die 280 Leute voll und dann sind wir einer der größten Konvois überhaupt, weil der größte war der Abschied von den virtuellen Expeditionssystem mit den Expeditionen. Ja. Und da waren 260 Leute mit bei und wenn wir den Rekord brechen,
sind wir somit einer der deutschen Eventmanager, die es geschafft haben, in ETS 280 Bögen mehr zusammenzukriegen. Ja, aber Sim, vielen Dank für dein Follow, Mann. Aber das Problem ist daran, wir müssen uns größeres Startorte aussuchen. Die Leute dürfen nicht zu sehr auf dem Haufen sein, sondern die müssen sich verteilen. Ja, weil es wird lecken wie die Sau am Anfang. Mhm. Allgemein. Und das ist, glaube ich, nicht schön. Gerade für die Streamer noch. Gerade wenn ich dann das Stream oder aufnimmt, dann wird das echt knallharte Herausforderung. Da brauche ich NASA-Rechner, nur ich habe mit denen schon telefoniert, die wollen mir es dann nicht geben. Das ist es ja. Und ja, du brauchst nicht lachen, ist so. Die sind da richtig arrogant. Kannst du ja so einen richtig monsterlichen Serverrechner zusammenbauen? Ich kann dir gerne die einzelnen Details geben. Ach nein. Du wirst sagen, der Server kostet so viel wie die Monsterhölle. Die Höllenmaschine. Okay. Sogar ein bisschen mehr, aber es geht. So, dann stellen wir den mal hier hin. So, aber jetzt in meinem Video. Ich bin durch mit LS. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wir hören uns. Ciao. So, Aufnahme fertig. Okay. Moderation alles fertig. Ja. Ich habe es eigentlich gedacht, wir machen eine Co-Moderation am Schluss, aber naja. So geht's auch. Nee, es war nicht ich, ich bin noch da. Ja, ist klar. Nee, also. Boah, wieder 6 Videos, ey. Leck mich doch. Siehst du, so kommt auch Content zusammen. Brauchst nächste Woche nicht drehen, weißt du, was ich meine? Erst Material für die nächsten 6 Tage. Ich hab ATS 10 Folgen, ich hab LS jetzt noch 6 Folgen. Wenn ich morgen ETS auch noch mitfahre, was ich machen werde, dann habe ich auch noch mal mindestens 10 Folgen. Also, die nächsten paar Wochen sind durch. Gerettet. Ja, gut, bei mir kommen ja täglich 3, 4, 5 Videos. Also ja, bei mir aktuell 1. Ja, 1. Okay. Aber die bei nächsten mir nicht zwei mal täglich 1, aber passt auch. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wo treffen wir uns? Wo stehen alle rum? Das kann der. Ey, kommt ihr mal alle auf den Hof? Bond? James? Ja, ich habe jetzt nur gerade abgeladen. Ja. Sehr gut. So, was können wir jetzt hier machen? Also gestern bei RTS konnte man eine LKW-Explosion machen. Das war schon der Hammer. Und alle chillen hier. Nico, so? Marc, ja. Wo seid ihr? Nicht da. Nicht da. Sekunde, ich komme jetzt zu meinem Schuss-Truck. Ich starte jetzt nochmal extra für euch. Da hatte ich jetzt auch noch meine Aufnahme. Was liegt da ja alles damit rein? Apropos Dion, soll ich jetzt nun LCS und Geigens hinzufügen oder soll ich da nochmal abwarten auf deine Rückmeldung? Fügt das jetzt erstmal noch nicht hinzu, weil ich habe noch nichts. Ich weiß auch nicht, meine Ansprechpartner sind alle auf der E3. Das ist nämlich das, man hat zwar die coolsten Ansprechpartner von den Entwicklern, aber im Endeffekt, wenn sie dann da drüben sind, nützt nichts. Ich muss selber warten. Also ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten Woche was kriege. Das kann man immer noch machen, Nico. Gut. Kunde, ich komme. Ja, ich wollte sagen, tappt euch einfach in den Mähdrescher und dann seid ihr hier. Ach so, ja. Jo, Anton, man darf mitspielen, du kriegst auch gerne die Zugangsdaten, dann kann man im Laufe der Woche noch was tun hier auf dem Surfer. Aber wir sind jetzt dann schon am Schluss, Anton. So. Ich würde sagen, Leon macht Schlusswort. Ja, wie ich. Ja. Sagen. Ja, komm, ja, sag halt. Komm. Ey, ja, komm, red. Ja, was soll ich sagen? Oh. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe echt keine Lust mehr. Also, das war's heute. Nee. Also, hast du Lust an? Okay, kannst du jetzt mal aufhören? Immer die jungen Leute, die jungen Hüpfer. So, da. Seid ihr fertig? Oder? Ja, wir sind fertig. Ja, seid mal auf, wenn Ringelpiz mit anfassen. Ist vorbei. Also gut, so. Okay. Der zweite Tag vom salzigen Wochenende ist gelaufen. Schön, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Bei mir, bei Kante, bei Marc. Weiß nicht, Marc, hattest du auch einen Stream? Stream nicht, aufnehmen. Okay. Ja. Macht verdammt viel Spaß, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und ich finde es immer cool, wenn man sich nicht kennt und trotzdem was hinstellt und sich versteht. Und das ist schon eine geile Sache.
Auf jeden Fall. Ja, sowas von. Und ja, morgen 14 Uhr geht es weiter mit ETS. Stavanger, wer mitfahren will in Stavanger, ist Treffpunkt. Und Ziel ist dann, welches Ziel? Nico? Angus. Reims ist das Ziel. Reims, okay, also in Frankreich. In Reims ist das Ziel, okay, super. Kann der also noch was zu sagen? Kannst du gerne abtanken, kanten? Was ich ja, noch mal sagen? Du darfst abkanten. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Da das ja auch auf YouTube kommt, hoffe ich natürlich, dass ihr uns Däumchen da lasst beim John, beim Kante und bei allen anderen, die ja auch noch mit aufnehmen. Ja, und schaut in die Sightseeing-Wochen rein. Die Seiten sind unten verlinkt in der Videobeschreibung auch. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns für den nächsten Sightseeing-Wochenende, nächstes Wochenende, würde ich sagen. Ja, oder morgen. Du bist ja morgen nicht dabei, oder? Ich bin morgen nicht dabei. Okay. Aber ihr könnt natürlich gerne mitfahren. Auch von meinen Zuschauern jetzt, wenn ihr Lust habt, ETS2 ab 14 Uhr Stavanger, wo wir uns immer treffen. Genau. Und da kann der nicht mitfährt, könnt ihr dann bei mir zuschauen. Hitbox, das ist .tv/lpschonmeier. So, das war Schleichwerbung. Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich werde dich auch wieder hosten. Ja, ich mache auf alle Fälle bei dir ein Ding rein. Ich setz ja, dich. Mach bei mir mal ein Ding rein. Ne? Ja, ich setz bei meine Videos deinen Link zu YouTube und zu Hitbox. Da passt das. Gut, ja. Okay. Macht's auch viel Spaß. Und dann schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.